Arbeitsreich startete der Dienstagvormittag für zahlreiche Feuerwehrmänner und Frauen aus der Umgebung von Oberostendorf. In einem leerstehenden landwirtschaftlichen Anwesen war es im Bereich des Heulagers zu einem Brand gekommen, der rasend schnell auf den Dachbereich des Gebäudes übergriff und diesen in Vollbrand setzte. Die knapp 100 Feuerwehrkräfte hatten alle Hände voll zu tun, den Brand unter Kontrolle zu behalten. Vorteilhaft für die Löscharbeiten war, dass das Wasser nicht erst über lange Wegstrecken an die Einsatzstelle gebracht werden musste, sondern von einem direkt neben der Einsatzstelle verlaufenden Bach entnommen werden konnte. Die Feuerwehren brauchten knapp 2 Stunden, um den Brand vollends unter Kontrolle zu bekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde bei dem Feuer niemand verletzt. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro. Die Kriminalpolizei aus Kaufbeuren hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Neben den Feuerwehren aus Oberostendorf, Wahl, Westendorf und Buchlur war der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen sowie dem Einsatzleiter Rettungsdienst vor Ort. Die Polizei entsandte mehrere Streifen an die Einsatzstelle. Ebenfalls vor Ort war der Polizeihubschrauber Edelweiß, welcher für die ermittelnden Behörden Luftaufnahmen vom Brandobjekt anfertigte. Besonders beeindruckend war die Anzahl der vielen Einsatzkräfte und auch Atemschutzgeräteträger. Dies ist für freiwillige Feuerwehren, vor allem in der Einsatzzeit untertägig, wo viele aktive Mitglieder außerorts arbeiten, keine Selbstverständlichkeit. Wenn auch Sie Ihre freiwillige Feuerwehr vor Ort unterstützen wollen, besuchen Sie am besten die Internetseite ichwillzurfeuerwehr.de.